Die sommerlichen Temperaturen der letzten Wochen wurden auch besonders im Barbier Seepark genutzt. Dort kam es vom 15. bis zum 22. August zum Trainingslager des Kanu-Clubs Börde Magdeburg. 22 Sportler im Alter von 8 bis 17 Jahren trainierten eine Woche lang am Ufer des Barbier Sees. Dies beinhaltete täglich 3 Paddeltouren, ein morgendlicher Lauf sowie Schwimm- und Athletikeinheiten. Am Mittwoch, den 19. August 2020, kam es vor Ort zum Vergleichswettkampf mit insgesamt 65 Sportlern vom SC Magdeburg sowie dem SSV Blau-Weiß aus Barbie. Vormittags wurden Einer- und Zweierrennen des Kanu-Nachwuchses ausgetragen. Das Highlight des Tages war ein Triathlon, bestehend aus Paddeln, Laufen und Schwimmen. Wie dieser jedoch genau ausgesehen hat, sehen Sie jetzt. Die Sieger des Vergleichswettkampfes gewannen einen Pokal. Die Zweit- und Drittplatzierten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. Alle Teilnehmer haben ihr Bestes gegeben und konnten sich nach dieser sportlichen Herausforderung über eine Urkunde freuen.